Sehr schön haben Sie das gemacht, wirklich sehr schön. Ein bisschen zu schnell das Tempo. Sagen Sie den Leuten, sie sollen weggehen. Sagen Sie den Leuten, sie sollen mich nicht so anschauen. Seit ich denken kann, schauen die Leute so. Es ist furchtbar. Ich bin es nicht. Wer? Ich bin es nicht. Irrtum, sie irren sich, diese Expertenaugen. Ja, sie wissen, wer ich bin. Ja? Sie haben ja keine Ahnung. Ja, ja, wir wissen schon, wer Sie in Wahrheit sind, Herr Professor. Wer Sie in Wahrheit sind. Die Wahrheit, dass ich nicht lache. Bregenz. Warum ausgerechnet Bregenz? Was ist heute für ein Tag? Der 18. Juli. Welches Jahr? 2018. Oh. Dann ist das genau lustig, das ist auf den Tag genau 38 Jahre her. Was denn? Bin ja hier gestanden, hat er gesagt, ist er hier gestanden. Bin ich hier gestanden vor den Symphonikern und habe das Haus eröffnet. Wissen Sie, ich habe ihn studiert. Wen? Dr. Karl Böhm. Es gibt Dinge im Leben, die kann man sich nicht aussuchen. Wo du auf die Welt kommst, wer deine Eltern sind, ob du reich bist, arm, ob du ein Genie bist oder ein Depp. Oder wem du ähnlich schaust. In Wahrheit kannst du gar nichts aussuchen. Aber irgendwann fügst du dich. Irgendwann willst du es wissen, wie es wäre, er zu sein. Manches Mal, wenn ich mich anschaue, im Spiegel, beim Mondlicht, meine Herren, es freut mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Ich sehe, es haben sich mittlerweile auch, gibt es auch Frauen im Orchester? Na gut, meine Herrschaften, ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen, insbesondere, dass ich heute mit Ihnen die 5. Beethoven zur Aufführung bringen kann, deren Partitur ich vor 8 Tagen in heiliger Ehrfurcht, also das Original, in Händen gehalten habe. Gell? Meine Herren, passen Sie mal bitte auf beim Fortissimo und bei der Fermate. Da brauchen Sie gar nicht lachen. Das hört man ja dann auf der Aufnahme. Ist ja unmöglich. So. Und Stricharten, gell? So. Nein, das war nicht ganz sauber am Anfang. Nein, und nein, das Piano, das muss, wenn das zu breit ist, dann klingt das ja nicht richtig. Na, aber sonst ist es schön, Sie können das sonst ja auch. Sehr gut. Kommen wir zum Festspielpräsidenten. Wenn ich Sie auf die Bühne bitten dürfte. So, wir haben nur wenig Zeit. Sie haben genau 30 Sekunden, um auf die Bühne, grüß Gott, ja, dafür ist jetzt keine Zeit. Also Sie müssen auf die Bühne, rasch, rasch. Jetzt schreibt mir der ORF schon die Tempi vor. So. Ist gut? Ja, das ist sehr gut, sehr schön haben Sie das gemacht. Bravo.